Ja, Almalexia, hallo. Ihr seid also der, von dem ich so viel gehört habe. Seid willkommen in meiner Kapelle, Chicken. Oder sollte ich euch mit einem anderen Namen ansprechen? Aber das ist Gesprächsstoff für später. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr euch in meinen Dienst ausgezeichnet habt. Und ein Dienst in meinem Namen ist ein Verdienst an ganz Gramfeste. Nun, mein teurer und gehorsamer Diener, lasst uns über Bralizas verwobenes Band sprechen. Ein interessanter Gegenstand, nicht wahr? Er scheint eigentlich nicht sehr ungewöhnlich, aber es steckt viel mehr dahinter. Der Ring ist jetzt kalt, aber die Funken seiner Macht brennen im Inneren glutheiß weiter. Mit meiner Magie werde ich seine Macht wieder erwecken. Warum wollt ihr eigentlich den Ring? Sorgt euch nicht zu sehr um diese Dinge, Freund Chicken. Ich werde den Ring so wie alle anderen Dinge nutzen. Im Dienste des Tempels und Morwins. Ihr habt mich angenehm überrascht. Ich habe. In euch habe ich etwas entdeckt, das ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Lass mich raten, das letzte Mal bei, ne? Induril Nerevar? Möge euch mein Licht auf allen Wegen begleiten. Möge es euch gute Dienste leisten. Wir werden uns bald widersprechen. Ja, was hast du denn so über die anderen zu sagen? Ja, die Mutter unseres König Helses, eine faszinierende Frau. Sterblich, aber faszinierend. Der gute Phaedrus ist seit langem ein getreuer Diener. Er ist meine rechte Hand und kümmert sich um viele alltägliche Aktivitäten hier im Tempel. Ja, zum Beispiel Rattenessen. Der gute Garvas ist bereits seit vielen, vielen Jahren mein getreuer Diener. Er ist ein leuchtendes Beispiel für die Herrlichkeit des Tribunals. Helves ist der König von Morrowind. Er ist jung und muss noch viel lernen. Bald schon wird er die Macht des Tribunalstempels kennenlernen und dessen Bedeutung für mein Volk. Hast du was Böses im Busch geplant? Meine Hochordinatoren beschützen die Stadt Gramfeste vor allen, die ihr Böses wollen. Sie sind heilige Krieger, gesegnet mit großer Schnelligkeit und Stärke. Das heißt, Schnelligkeit eines Klippenläufer und Stärke. Wer ist denn der stärkste? Was ist denn die stärkste Kreatur? Dremora Kriegsfürst, oder? Ach, keine Ahnung. Wachen des Königs, über die mache ich mir keine Gedanken. Meine Hände sind die mächtigsten Krieger in ganz Gramfeste. Ja. Ihre Hände, so heißen ihre Wachen, die hier um sie herumstehen. Kümmert euch nicht um Sotasil, er lebt auf seine Weise, so wie er es schon immer getan hat. Nein, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesprochen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Ich bin sicher, dass es meinem alten Freund gut geht. Und über Vivek können wir dich erst gar nicht ausfragen, oder wie? Interessierst du dich nicht für Vivek, hä? Vivek, wer ist Vivek? Ist der Anführer der königlichen Wachen, des Jungkönigs, soweit ich weiß. Was heißt hier, soweit ich weiß? Ich dachte, du weißt alles, hä? Jedenfalls sagen das immer deine Ordinatoren. Einer vom Volk, Kaiservolk. Die sind alle gleich. Aha. Findest du ja so alle gleich, hä? Wenn du meinst. Interessante Frisur und interessanter Kopfschmuck. Ja. Aber Lexias Hand, Vonus Veri.
Was hast du denn so? Wir warten die Befehle der Göttin. Ihr Wort ist uns Gesetz. Wir haben keine Zeit, mit Leuten wie euch zu sprechen. Die anderen auch? Ja. Anas Terethi. Drals Indoba. Ja, sie wollen alle nicht mit mir reden. Sadas Mavandes. Savolan. Ein bisschen Grünzeug. Ich benutze, beziehungsweise, um es anders auszudrücken, ich missbrauche diesen Raum immer, um zu den anderen, ne, Gebäuden dieses Tempels zu kommen, weil hier führen Türen zu allen Gebieten hin, ne? 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 Ja, einmal Lexi möchte schön in der Mitte sein. Ist sie eigentlich auch von der Karte des Tempels von Gramfest in der Mitte? Naja, eigentlich steht da der Palast. Kein Wunder, dass sie Zank haben, der König und sie. Sie möchten alle in der goldenen Mitte sein. Gramfeste. Wow, steh doch nicht einfach in meiner Fresse herum. Das gehört sich nicht. Alter, und dann brüllt ihr mir auch noch ins Ohr. Ja, in Gramfeste. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Das ist eine sehr gute Frage, Chicken. Auf eine weitere Sidequest habe ich mich eigentlich nicht vorbereitet. Der nächste Hauptquest-Abschnitt dauert noch ein bisschen. Wir werden schon merken, wenn es mit der Hauptquest weitergeht. Sagen wir es mal so. Ja, Kiesel. Was hast du denn für Ideen? Warte, mit wem muss ich reden, wenn ich das hier mache? Großer Bazar. Den habe ich schon letzte Mal gesucht. Weißt du was, Kiesel? Damit du nächste Mal nicht so alleine bist. Wir können dir ja auch noch ein paar Freunde kaufen, ne? Es gibt ja noch hier eine Ratte zu kaufen und eine Ratte, die Gepäckträger ist. Die Frage ist dann, nach welchen Djinns benenne ich dann die beiden? Steht der Dunkelelf eigentlich herum? Bist du das? Mögen alle nur Gutes über euch sagen, Sera. Ich hab dich eigentlich doch letztes Mal angesprochen. Neuesten Gerüchte. Ah. Habt ihr schon gehört? Ein schrecklicher, mächtiger und böser Zauberer, irgendwas mit Velas, soll sich hier in der Nähe angesiedelt haben. Neulich in der Taverne hat man von merkwürdigen Lichtern und schaurigen Gelächter erzählt, die tief in der Nacht gesehen und vernommen wurden. An eurer Stelle würde ich mich vorsehen. Ich wette, dieser Zauberer wird uns bald seine ganze Magie zeigen wollen. Ein Zauberer also. Kann ich dich noch weiter darauf ansprechen? Ja oder ja? Anscheinend nicht. Egal. Aber das stand irgendwie nicht Quest aktualisiert, Buch und ich bla bla. Höre eure Worte. Sprecht. Egal, vielleicht reichte das Gerücht nur aus. Hm.
Ich hätte gerne noch eine Ratte. Und eine Lastratte. Hab Dank, Dunkelelf. Hier habt ihr einige Lastratte. Sie wird euch auf den Fersen folgen, egal wohin ihr geht. Und sie wird kleinere Lasten für euch tragen. Aber achtet gut auf sie. Sie sind recht selten, müsst ihr wissen, ja. Ja, sie sind Zwillinge. Quick? Ach, der Rastratte! Kann ich befehlen, mir zu folgen. Wow! Hier kann ich auch... Wieso kann ich dem Skript als einziger nicht befehlen, mir nicht zu folgen? Was ist das? Ich glaube, ich muss mal... nach der Aufnahme einen Blick ins TSCS werfen, ob vielleicht irgendein Skript nicht eingebunden wurde, was es den Tieren ermöglicht, hier Sitz und, ne, zu machen. Bleib. So bleibst du da jetzt wirklich. Ja. Kiesel, du hast neue Spielkameraden. Warum kann man den Skript als einziges nicht befehlen? Ey, guck mal, wie die Kiesel angucken. Ich höre eure Worte. Sprecht. Wie sie Kiesel angucken. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und ich muss mir mal einen Namen für die beiden raussuchen. Welche Djinns am besten zu denen passen würden. Freunde für Kiesel. Sehr schön. Jetzt gucken die Ratten sich beide nur an. Oh Mann. Tierische Begleiter. So kann man Chicken eine Freude machen. Ja. So kann man Chicken eine Freude machen. Egal, gehen wir zu Göttergriff. Wie sie aber auch auf Zehenspitzen laufen, die Ratten, ne? Taps, taps, taps. Und irgendwie sind die schneller als Kiesel. Ja, deswegen gibt es erstmal eine dramatische Schwarzblende. Niemand kann schneller als Kiesel zu sein! Ich könnte denen den ganzen Tag zusehen, wisst ihr das? Aber ich muss wegen des... das Skript nachgucken. Warum das ist bei Kiesel nicht? Kiesel, Kiesel. Ist eine Ratte wirklich schneller als ein Skript? Das ist auch etwas, was ich nachgucken muss. Aber kann ich dir wirklich... Lastratte... Stellt euch doch nicht immer nebeneinander hin! Und alle werden eurem Beispiel folgen. Ja. Ah, teilen. Du kannst 100 tragen an Gewicht. Ja, bitteschön. Trag mal. Ach. Okay. Ja. In den Häusern waren wir ja auch noch nicht. Ignatius Flaccus. Ich glaube, Kiesel mag seine neuen Freunde. Natürlich mag ich sie. Jetzt kann ich dir ruhig mich beruhigt immer im geflügelten Gurt zurücklassen. Jetzt habe ich ja Spielkameraden, mit denen ich mich unterhalten kann.
an. Ja, jetzt hast du diese Freude und jetzt braucht Käse-Chick nicht mehr. Ich werde fallen gelassen wie so eine Kartoffel.